Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Der Mann, der immer weiß, wo die Festspielleiterin Katharina Wagner sich befindet, weil er der PR-Manager von Katharina Wagner ist. Alexander Busche, herzlich willkommen. Unter anderem muss man sagen, also weil ich mache ja noch die BF Medien mit und diese ganzen Organisationen von den Projekten und Sponsoring etc., das mache ich alles, da kümmere ich mich drum. Ich hoffe immer zu wissen, wo Katharina Wagner ist. Jetzt gerade weiß ich zum Beispiel nicht, aber, aber das ist immer so, kommt immer drauf an. Sie sind sozusagen dafür zuständig, dass die Bayreuther Festspiele vollkommen im 21. Jahrhundert angekommen sind. Was Fußball kann, können Sie schon lange. Public Viewing war letztes Jahr zum ersten Mal, das Livestreaming war auch zum ersten Mal, das Webstreaming. Wie erfolgreich war es denn? Es war sehr erfolgreich. Also gerade das Public Viewing, die Siemens Festspielnacht, wir hatten 40.000 Leute im Endeffekt, die auf dem Platz waren. Wir durften ja immer nur 15.000 drauflassen, aber das gab eine Fluktuation. Und dieses Jahr haben wir es schon irgendwie ein bisschen gleichgrößer angelegt. Und es ist fantastisch, wie es angenommen wird. Und von daher kann man eigentlich nur glücklich sein, dass man das überhaupt gemacht hat. Das ist natürlich immer ein Riesenaufwand und man sieht das ja auch, was hier läuft. Also nicht nur grundsätzlich von der Szene, was jetzt hier umgebaut wird, sondern auch mit den Remote-Kameras und allem drum und dran. Aber es lohnt sich, auch wenn man dann das Produkt, wir machen dann ja immer noch eine DVD da draus, wenn man das ansieht von den Meistersingern vom letzten Jahr und sieht toll aus. Ich hoffe, die Tristan wird eigentlich, denke ich, genauso. Wie wichtig ist denn Siemens als Partner dabei? Ja, Siemens ist, also ohne Siemens ginge das Ganze nicht. Sowohl diese ganze Übertragung als auch alles, was auf dem Festplatz steht und überhaupt diese ganzen technischen Dinge, die wir hier jetzt gerade in diesem Jahr auch über das Siemens-Portal laufen lassen mit dem Streaming und so weiter. Das ist ein Riesenaufwand, den die da betreiben und da müssen wir natürlich sehr dankbar und sonst könnten wir hier überhaupt, könnten wir gleich einpacken und alles irgendwie so lassen, wie es vorher war. Sie haben vorhin schon erwähnt, Kinderoper gibt es jetzt ganz neu in diesem Jahr. Züchten Sie, rekrutieren Sie da den Nachwuchs fürs Festspielhaus jetzt schon an? Wir haben gesagt, wir wollen auch in 10 Jahren noch 10 Jahre ausgebucht sein. Und von daher müssen wir einfach mal gucken, wo, dass die Kinder und auch die ganz Kleinen, also von 6 bis 10 war das, dass die einfach an das Werk rangeführt werden. Und wir haben Workshops gemacht in Schulen und sind durch ganz Deutschland damit gefahren. Waren zwar nur 6 Städte, aber immerhin. Und haben dann da gemerkt, wenn wir mit den Kindern das machen und in den Schulen das Thema ist, wird es auch in die Familien reingetragen. Und die Eltern haben auch großes Interesse, also ich musste fast gucken, dass da nicht nur Erwachsene in der Kinderoper sitzen. Wagner ist ja heavy Stoff für Kinder, oder? Geht. Also wenn man es gut vorbereitet und gut bearbeitet und wir haben die Bearbeitung eben selber geschrieben und nicht zu anspruchsvoll, also nicht zu viel Musik. Anspruchsvoll war es sowieso, also Qualität musste schon stimmen. Aber wenn man die Musik gut auswählt und gerade der Fliegende Holländer eignete sich natürlich hervorragend dafür, weil... Piraten. Genau, ja, Fluch der Karibik und. Also das sieht bei uns noch nicht mal, er sah irgendwie gar nicht so aus, aber es ist die Thematik stimmt dann einfach schon. Und die Musik ist sehr eingängig und eigentlich ist Wagners Musik ja auch sehr eingängig und Kinder sind da noch sogar weniger wählerisch als Erwachsene, muss man sagen. Das ist so ein bisschen Ihr spezielles, persönliches Baby, die Kinderoper? Ja, also die Idee ist natürlich von Frau Wagner gewesen, aber irgendwie, wenn man dann natürlich selber die Bearbeitung macht und irgendwie sieht, wie das entsteht und wie das dann über die Bühne geht, dann ist das schon irgendwie was sehr Besonderes und was sehr Spezielles und es macht unheimlich viel Spaß, gerade so leuchtende Kinderaugen zu sehen.